Was geht ab, Bros? Wir reagieren auf Es ist mir egal, wie man das auch aussprechen möchte. Das ist jedem Die selbst nachfolgende überlassen. Set. Es ist mir auch egal, wie es ausspricht. Ich hoffe, der Stuhl wird nicht wieder vergewaltigt. Mal gucken. Sendung ist nicht für Zuschauer ohne Unglaublich talentierte und unangefochtene Frauen der Freiheit. geeignet. Ah. Heute nur ein leichter Klaps. Schlechten Morgen, schlechten Mittag. Oder auch. Ja, es ist wichtig in meinem. Was hat er gesagt? Morgen, schlechten Mittag. Oder auch. Ja, es ist wichtig in meinen Videos eine gewisse Gesundheit auszustrahlen. In meinen Videos einen gewissen Elan auszustrahlen. Ich will, dass die Leute nach meinem Video motiviert sind und so. Ehrlich, wie ihr es an meiner Stimme wahrscheinlich schon hören könnt. Und an seinem Gesicht sehen kann und an seinen Haaren und an seinem Bart. Ich habe eine Stimmbandtransplantation hinter mir. Ach. So, krass. Und es ist einfach auf YouTube wichtig, dass der Titel dem Inhalt des Videos entspricht. Deswegen, danke für die heutige Titeleinsendung. Es ist mir egal. Als nächstes kommt ein Kommentar, der unter meinen Videos gang und gäbe ist. Wenn du das Gefühl hast, nach einem meiner Videos diesen Kommentar zu schreiben, dann hast du alles richtig gemacht. What the fuck habe ich mir hier gerade angeguckt? Immer. What the fuck habe ich mir gerade angeguckt? Ich nehme mir da mal raus, ihn zu korrigieren, ja. Diese Carsten-Clips, warum sehe ich unscharf? Ist das Bild unscharf oder ist tatsächlich mein Auge? Carsten ist einfach einer, der es auf den Punkt bringt. Und genau das lieben wir alle an ihm, oder? Ich sitze hier mit der Latte der Vergeltung. Alter, tat das Ding mir weh. Carsten, mach dir keine Sorgen. Heute verlinke ich dich. Auf gar keinen Fall. Ich brech ihm beide Hände. Du hast nur Angst, allein im Dunkeln zu sein, weil du Angst hast, nicht allein im Dunkeln zu sein. Der ist deep und true. Stimmt, Inscope. Alter, ich muss sagen, ich habe aber wirklich richtig Schiss, alleine im Dunkeln zu sein. Und besonders, wenn irgendwo ein scheiß Flur ist. Denn ich habe mal so ein dreckiges Video gesehen. Ich hasse das. Ich hasse dieses Video. So, Mädchen geht in den Flur, macht so Licht aus. Dann sieht sie so eine Gestalt. Ah nee, sie sieht die Gestalt noch nicht, sondern das Licht geht wieder an. Sie macht wieder aus. Das Licht geht wieder an. Sie macht wieder aus. Sieht so eine Gestalt hinten im Flur. Macht das Licht wieder an. Macht wieder aus. Geht in ihr Zimmer. Und dann irgendwann kommt so der Jumpscare. Digga, ich habe die Geschichte so krank gut erzählt, Alter. Ich bin so stolz auf mich. Wird süchtig nach. Aber wir sind natürlich alle gut drauf und gut gelaunt. Ich habe kein bisschen Hunger und nehme gerade auf mit leerem Magen, Alter. Pornos. Hört auf, Pornos zu schauen. Bumst direkt die Darsteller. 700 IQ, Leute. Ich weiß nicht, was ihr von mir denkt. Das wäre wirklich überhaupt nicht mein Stil. In eine Einlochung gezielt wurde. Inscope. Was sollen jetzt diese ganzen Inscope-Kommentare? Ich verstehe nicht, wieso sich hier über mich lustig gemacht wird. Muss ich zwischen Elena, Jana und Hanna entscheiden? Auch Inscope. Hat alle drei weggesixt. Das ist einfach nicht wahr. Mir ist es wichtig, in meinen Videos. Wer weiß das schon so genau? Ich glaube, das wissen nur die drei, die vier. In meinem gesamten Auftreten der Öffentlichkeit eine gewisse Professionalität an den Tag zu legen. Und dazu gehört es einfach, dass die Gäste, die man einlädt, dass man die halt einfach mal nicht knallt, ja? Ich meine, jeder von euch will es auch so machen. Kannst du dich kurz bücken? Nächster Titel. Ich habe eine Geschlechtskrankheit. Leute, über Geschlechtskrankheiten macht man sich nicht lustig. Darüber macht man allerhöchstens einen Song. Ist Chlamydien eine Geschlechtskrankheit? Das muss ich jetzt ganz kurz mal nachgucken. Was? Tatsächlich. Hier. Okay. Schön. Einfach nur wow. Wie viele Frauen noch klären? Ich dachte, das wäre irgendwie eine Blumenart oder so. RIP. Inscope. Ich lade doch die ganzen Frauen hier nicht ein, um die abzuchecken oder zu klären. Ich mache das für euch, Mann. Ich denke da in erster Linie an euch, Mann. An den Content.
Also wie, warum sollen wir das gut tun? Nächster Titel, Nico bumst eure Lieblings-TikTokerin. Was soll das wär der Hammer. Soll das immer mit dem Bumsen? Leute, TikTokerinnen sind junge, unglaublich talentierte und unangefochtene Frauen der Freiheit. Die kämpfen dafür, dass sie auf der Plattform ihre Talente unter Beweis stellen. Oh, Brüste. Und da möchte ich wirklich niemanden mit. Vielleicht, also ganz kurz, ja. Also ich glaube, ich habe da irgendwas übersehen. Ja. Also, okay. Ja, ich musste mir das wirklich nochmal angucken, um so ganz genau zu sehen, wie die Armbewegung macht. Das ist extrem wichtig, weil ich will bald auch auf TikTok durchstarten und dann ein großer Star werden, nicht? Okay. Ja, sehr interessant auf jeden Fall. Ja. Da möchte ich wirklich niemandem im Weg stehen. Das war jetzt das Video. Den Scheiß habt ihr euch gerade reingezogen. Wenn ihr das Video hier wirklich komplett beschissen fandet, dann schaltet den Daumen jetzt im linken Chlamydienloch durch. Ich weiß nicht, wie oft ich es noch sagen soll. Über 40% dieser Dreckszuschauer von diesem Video hier sind keine Abonnenten. Über 40%? Bei mir sind es über 80. Also abonniere jetzt diesen Kanal, wenn du keine Videos mehr verpassen willst. Weil ich reagiere auf jedes Video von Inscope und das ist definitiv nicht lustig. Deswegen lasst es doch einfach. Lasst es! Und jetzt verpisst euch, Mann! Da würde ich mich ungern drüber äußern. Okay. Okay, interessant, also auf jeden Fall. Ja. Okay, starkes Video. Also, obwohl er krank war, hat er da eins rausgehasselt. Respekt auf jeden Fall dafür. Wir sehen uns im nächsten Video. Abonniert den Kanal, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt und wenn ihr meine Art feiert und so und so was. Aber sonst könnt ihr euch auch einfach verpissen gehen. Ich dachte, ich hätte jetzt die Aufnahme beendet, aber ich beende sie jetzt. Ciao!